Storytime, wie die Ex meines ersten Freundes mich tyrannisiert hat. Side note, es ist 6 Jahre her und ich war 18. Ich habe meinen ersten Freund mit 17 kennengelernt und wir hatten anfangs eine Fernbeziehung, weil ich in England war. Es lief auch alles ganz gut, die Entfernung hat uns nichts ausgemacht und plötzlich kam seine Ex aus dem Nichts. Zu dem Zeitpunkt waren die beiden schon seit 4 Monaten getrennt und eigentlich konnte sie nichts von mir wissen. Aber man kennt's, durch Social Media findet man heutzutage einfach heraus, wer mit wem was zu tun hat und so wurde ich schnell zu ihrer Zielscheibe. Sie hatte erst ihn tyrannisiert und gestalkt und weil das erfolglos war, fing sie an, mich anzugreifen. Das auch erst über Nachrichten und was sie geschrieben hat, war echt grenzwertig. Sie hat wirklich alles versucht, um uns gegeneinander aufzuhetzen, mich unsicher zu machen. Und ich bin ehrlich, ich war jung, es hat mich bestimmt mal getroffen. Vor allem, es waren so oberflächliche Sachen, mit denen ich zu dem Zeitpunkt echt gestruggelt habe. Und jetzt kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, nur einen Gedanken an solche armseligen Aussagen zu verschwenden. Die Gute hat es aber leider nicht bei privaten Nachrichten belassen, sondern irgendwann auch angefangen, mich öffentlich zu beleidigen. Und die Beleidigungen waren diesmal wirklich hart, die kann ich hier nicht mal zeigen. Und das ging insgesamt 2 Jahre lang. Wir haben sie ignoriert, geblockt, sie hat sich Fake-Accounts erstellt, uns gestalkt. Und ich bin wirklich ein toleranter Mensch, aber wir wollten sie fast anzeigen. Wir haben es dann gelassen, sie hat es eh nicht so leicht im Leben. Und nach 2 Jahren war dann auch Ruhe. Und was lernen wir daraus? Wenn man eine Person liebt, gönnt man ihm sein Glück. Und das auch, wenn man selbst nicht mehr der Grund dafür ist.